Wir sind zurück bei Let's Ride und ich freue mich, dass ich euch doch noch endlich wieder begrüßen kann. Ich dachte nämlich schon, ich kann euch gar nicht mehr begrüßen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, mein Kanal, oder besser gesagt, keine Videos kamen auf meinen Kanal und da dachte ich mir dann so, fuck, ganz einfach war gesperrt. Ich hatte da ein paar Probleme mit einer gewissen Firma, die ich momentan noch nicht nennen darf, weil ich da jetzt gerade einen Urheberrechtsstreit habe. Aber der Kanal war geschlossen, ich habe ein paar E-Mails geschrieben, dann hieß es, ich darf 5 Minuten Videos hochladen. Jetzt darf ich 15 Minuten Video hochladen und habe einen Strike bekommen. Sehr schön! Ja, und das Ganze wird noch bis Anfang Mai 2016, also ein halbes Jahr ab jetzt, so sein und naja. Das Ganze ist jetzt wie gehabt. Also, ihr habt euch immer schon gewünscht, es sollten wie kürzere Videos kommen. Jetzt bin ich dazu gezwungen, kürzere Videos zu machen. Ich habe die Zeit ein bisschen, das Ganze ein bisschen, nicht unbedingt ja jetzt irgendwelche böses Blut zu sehen. Ich dachte halt nur so ein bisschen, freie Meinung sei in Deutschland noch erlaubt, aber dank TTIP und einem amerikanischen Konzern namens Google und YouTube ist TTIP jetzt schon bei uns aktiv und ich habe da mit deutscher Meinungsfreiheit keine Rechte. Gut zu wissen. Tja, was erwartet euch denn jetzt so? Ich hatte schon an dem Tag, wo das passiert ist, das ist nämlich Sonntag passiert, wollte ich eigentlich noch ein paar Videos hochladen, aber gerade in dem Moment wurde mein Account gesperrt. Also machen wir es jetzt anders. Ich habe euch ja sowieso schon gesagt, wir wollten sowieso die Gold Collection machen. Also machen wir das jetzt auch. Ich habe noch ein paar Folgen auf Petto, darum mache ich jetzt die Open Events nicht weiter. Die werde ich zurechtschneiden und natürlich noch separat hochladen. Das hier ist ja hier auch ein eigenes Special für sich. Also quatschen wir nicht lange, wir haben weniger als 15 Minuten und ich habe schon eine Menge verquatscht. Also gucken wir schnell durch, ob ich hier irgendwo Gold verpasst habe. Ich glaube im ersten Hauptevent, stimmt, habe ich nichts verpasst. Erst hier im zweiten habe ich was verpasst. Da war das nämlich so, dass ich irgendwo, oh Gott, das reimt sich noch, hier genau. Und zwar, genau, hier, ein Teamrennen verkackt hatte, aber nicht aus meinen Gründen, sondern das war nämlich, weil wir keine guten Leute hatten. Wir nehmen nochmal Zonka, Irvine Zonka nehmen wir nochmal. Jetzt sehen die ganz gut angestellt und das seid ihr auch ihr und ich freue mich darauf, dass wir zusammen jetzt noch die fehlenden Goldmedaillen holen. Ich würde mal sagen, ich würde gerne noch das, ich mache das jetzt als Aufnahmesession für euch und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ich werde heute erstmal nur dieses Ding hier machen, denn es wird schon an sich sehr lange dauern und ich kann diese Maschine nehmen. Okay. Wir haben schon lange keine mehr genommen. Ich würde mal sagen, dann würde ich mal die hier nehmen. Die haben wir schon echt lange nicht mehr genommen. Tja, es wird echt Hammer mit dem Cutten und so. Naja, irgendwie kriegen wir es schon hin. So, ich hoffe wirklich mal, dass das hier jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle und ihr ganz gut vorne mitfährt. Wenn es nicht so ist, dann liegt es an dem Computer, das weiß ich natürlich. Wir werden jetzt mal gucken. Ich weiß aber echt nicht... Oh, das hier... Alter! Warte mal. Das war doch... Junge, was hat denn die Duke schon wieder für eine Power? Oh, und ich habe seit... die doppelte Zeitleiste, ab 200 Kilometer ist ja... ein Ölwechsel angesagt und ich habe jetzt schon seit... seit 400 schon, das heißt, Ölwechsel machen. Und ihr fahrt ziemlich weit hin. Das ist schlecht. Der orangene Punkt seid ihr. Mal gucken, ob wir es schaffen, irgendwie eine Goldmedaille zu holen. Der Trick ist eigentlich, das hat mir mal einer verraten und ich muss gestehen, ich bin auch schon drauf gekommen, einfach mal die vorderen Leute wegzunatzen. Bin echt mal gespannt, ob das so klappt. Ja, das war mal gar nichts. Da habe ich mal überhaupt nicht gebremst. So, wo fängt denn das her? Da fängt es an. So. Ach ja. Ja, jedenfalls wollte ich nur sagen, wundert euch nicht. Es ist jetzt leider so mit den Videos, wie es ist. Keine Sorge, andere Let's Plays werden darunter nicht leiden. Ich bin froh, dass überhaupt der Account erstmal wieder auf ist. Und dann werden wir mal gucken, wie das so weiterläuft. Ich hoffe natürlich, dass es sich ein bisschen... irgendwann klärt und ich das noch vor dem halben Jahr Strafe hinkriege, dass mir das Strike wieder aberkannt wird. Aber ich weiß nicht, ob das so möglich ist. Da muss auf jeden Fall derjenige, der das gemacht hat bei mir, die Beschwerde zurückziehen. Und ich glaube nicht, dass sie das machen, obwohl es mein gutes Recht war. Aber ich bin froh, dass sie es zumindest eingesehen haben, dass sie Scheiße selber gebaut haben, weil sie sich das Video komplett nicht angeguckt haben und ich keine firmeninternen Geheimnisse verraten habe.
habe schließlich nur das gesagt, was eh schon im Internet bekannt war und auch gezeigt habe. Wenn die damit Probleme haben, naja. Ich möchte nicht sagen, worum es geht. Vielleicht hat es der ein oder andere am Sonntag gesehen, was kurz gepostet war. Denn ich glaube, eine halbe Stunde war es offen und dann war wieder vorbei. Mal gucken. Wenn die Open Beta dazu kommt, bin ich mal gespannt, ob ich es überhaupt noch hinkriege. Ich frage mich allerdings nur, ich wollte eigentlich ein Let's Play machen zu dem Spiel, was bald rauskommt. Und dann bin ich echt mal gespannt, ob ich da überhaupt noch jetzt die Rechte zu bekomme. Weil die können mir jetzt, auch wenn ich kein Geld dafür verlange... Wow, was war denn das für ein Blitzer? Auch wenn ich kein Geld dafür kriege, und können sie mir aber trotzdem sagen, nee, du machst das mal nicht. Ich möchte ungern einen zweiten Strike kassieren, nur weil die meinen, ich darf jetzt auch kein normales Let's Play mehr machen. Ja. Ich habe immer schon gesagt, mein Format Let's Talk About wird ein bisschen kritischer. Aber dass es so kritisch wird, dass die, dass eine Firma... Der oberste CEO direkt mir eine E-Mail schreibt und YouTube auch sagt so, hey Junge, so geht das nicht. Finde ich krass. Ich habe nichts anderes gesagt, als alle anderen auch so gesagt haben. Und sogar die Fachpressen und so, also die dürfen es ja. Warum darf ich es nicht? Komisch. Und dabei habe ich auch noch jede Menge Lob ausgesprochen und nicht ein einziges schlechtes Wort. Tja, auch das zählt anscheinend nicht. So, obwohl wir die schwere Duke haben hier, habe ich vorhin Ducati ausgesehen gesagt, ne? Ich meine natürlich hier die Duke. Kommen wir A nicht ran und B, ich schaffe es nicht, Watanabe da vorne wegzuklatschen. Schauen wir mal, dass ich es jetzt schaffe mit schöner High-End-Speed. Komm. Nee. Leider nicht, will er nicht, okay. Kein Problem, daran können wir arbeiten. Dann machen wir das halt hier nochmal ein bisschen. Hauptsache, ich kriege jetzt da vorne den Storbjörn. Aber so wie es ausschaut, wird das wohl wieder nur eine Silbernummer. Vielleicht kann ich hier einen Ekthirs oder wie man den nach vorne ausspricht. Ich kann es immer nur übersprechen. Mein Gehirn will es einfach nicht, Alter. Irgendwas weigert sich, diesen Namen richtig aufzuschreiben. Jetzt schaffe ich es ja, ihn irgendwie zu... Aber ich glaube, das wird, da würde ich eher regulär den ersten machen, bevor ich schaffe, den umzukicken. Naja, ich habe ja noch eineinhalb Runden. Jeweils, wenn er wegfliegen würde, könnte es die ganze Reihe durchwürfeln und am Schluss könnte es sogar reichen, dass ihr euren Platz da habt. Das ist schwer, ist echt schwer. Ach ja. Vor allen Dingen, das Schöne ist ja auch, ich habe ja auch noch jetzt Dinges gesehen. Für Drive Club. Vielleicht sind ja auch einige dabei, die Drive Club bei mir geguckt haben. Ist jetzt was rausgekommen. Drive Club Bikes. Jetzt gibt es bei Drive Club Motorräder. Richtig coole Sache. Und leider teuer, kostet 20 oder 29 Euro, weiß ich jetzt nicht, die Standalone-Version. Also du brauchst dafür dann nicht mehr das Spiel haben, sondern du kannst ja so downloaden. Und was aber auch noch sehr interessant ist, es gibt noch so eine Art Expansion Pack. Das heißt, einfach als DLC, komischerweise für 14,99 Euro, also 15 Euro. Wundert mich allerdings, da steht zum reduzierten Preis, da du schon von Anfang an dabei warst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, da ich das Ding nur als Disc hatte, wie sie das festgestellt haben. Ich glaube mal, das hatte was mit dem Season Pass zu tun. Und ist sehr interessant. Und vor allen Dingen die Drive Club Plus Mitglieder sollen sich das angeblich laut Forum auch runterladen können. Aber naja, du musst es nicht runterladen, du kannst ja auch einfach die Standalone holen. Was ich nicht weiß ist, das ist momentan noch ein bisschen Gerücht im Internet. Ach, shit, ich kriege ihn aber nicht zu Fall. Ob man bei der Standalone-Variante dennoch eine eigenständige Platinum-Trophäe machen kann, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe auch noch keine einzige Liste gefunden im Netz, auch auf den gängigen Seiten, wo man mal Trophäenlisten nachschauen kann. Ist noch nichts da. Ich habe bis jetzt nur die Trophäenliste von Fallout 4 und von Need for Speed heute gefunden. Aber sonst... von den Jungs noch nichts. Aber auf jeden Fall sollen für Drive Club auch nochmal wieder neue Trophäen kommen. Was mich persönlich ein bisschen... Ah, schade. Ah, Mist, zurück. Mist, da habe ich mal überschüssige Geschwindigkeit und ich schaffe es nicht, ihn wegzuhauen. So. Immerhin ist das ganz interessant, dass es wieder neue Trophäen gibt. Das heißt, meine 100% sind zwar noch da, aber man kann es wieder spielen. Und ich dachte eigentlich, ich soll es nicht... Ich will es nicht mehr spielen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mir hole. Ob ich mir jetzt den Standalone holen soll oder ob ich mir den DLC Expansion Pack holen soll. Auf jeden Fall coole Maschinen dabei, viele nennenswerte Hersteller, aber ich muss mir noch ein bisschen über den Umfang schlau machen. Wenn die jetzt pro Hersteller nur ein Bike anbieten, dann können sie den Quatsch auch für sich behalten. Boah.
wenn wir mal gucken. Aber eigentlich bin ich eigentlich guter Dinge, dass es so von jedem Motorrad vier Stück, von jeder Marke vier Motorräder geben sollte. Hoffe ich mal. Und vor allen Dingen hoffe ich mal, dass es mehr als sechs Hersteller gibt. BMW ist jetzt bekannt gegeben, Ducati ist bekannt gegeben, Kawasaki, halt die gängigen, die man so kennt. Allerdings weiß ich nicht, ob es auch sowas wie Lightning oder Eric Brock Racing noch und so mit rein tun. Weiß man nicht. Aber Honda ist auf jeden Fall auch mit dabei. Sehr interessant und wird sich dann auch zeigen, was da noch so kommt. Vor allen Dingen, ob es denn wieder ein weiß ich nicht, ich glaube aber nicht. Und vor allen Dingen, wie sie es denn noch mit den DLCs machen, wenn sie ja die Trophäen nachreichen. Ich habe es jetzt zwar noch nicht installiert, weil ich wollte ein bisschen mein Fair Use sparen. Das ist ja trotzdem, das Update ist ja mal wieder, wow. Das Update ist ja nun mal ganze 10 GB groß mit den ganzen Fehlern, Veränderungen und hast nicht gesehen und die ganzen DLCs. Dann dauert es schon mal ein bisschen. Und darum konnte ich das dann testen. So allein wurde mir jetzt noch nichts angezeigt und ich habe auch komischerweise kein Update bekommen. Naja, ich habe es auch nicht mal auf der Platte. Vielleicht lag es daran. Naja, so, fünfte Gang konnte ich gerade mal hochziehen, hätte ich mal durchziehen können. So. Da bin ich ja mal gespannt, auf welchem Platz ihr gelandet seid. Ihr seid aber, glaube ich, einen weiter nach hinten. Doch! Geil, Alter! Ihr habt es genau richtig geschafft. Wie geil ist denn das? Ha! Sehr, sehr schön. Ja, die 9 Punkte haben gereicht, Alter. Perfekt, Mann, ihr seid die Besten. Okay, quatsch mir lange, wir haben keine Zeit. Auf zum Ladebildschirm. Jo, dann würde ich mal sagen, ist das die erste Goldmedaille von denen, die wir alle nachgeholen werden. Und das freut mich. Cool, dann werden wir morgen mal gucken, was ich bei Supersport zu vergessen habe. Da war es so, das hätte ich da auf jeden Fall was vergessen. Also, es tut mir leid, aber 15 Minuten ist jetzt leider das Maximum, was ich hochladen darf für ein halbes Jahr. Vielleicht kann ich mich noch irgendwie mit YouTube und dem Typen und der Firma, die mir eine Urheberheits... keine Ahnung, wie die Rotze heißt, ist jetzt auch egal. Gegeben haben, irgendwann vielleicht wieder zurückziehen. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Nachmittag und ihr seid die Besten. Macht noch was Sinnvolles. Ciao.